Richtig, das, was ich bisher, ich weiß ja nicht, die Zuschauer, die vielleicht meine Let's Survives noch die etwas früheren Folgen kennen, wo ich dann nicht mit Swaxpack, sondern mit Honeyballs Remake gearbeitet habe, wo ich dann teilweise auch die Texturen gegen eigene ausgetauscht hatte. Mein Leben sah ja ein bisschen anders aus als ursprünglich, weil ich genau sowas haben wollte. So richtig schön braunen Lehm. So, wie machen wir das jetzt? So, zack, 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 zack. Machen wir hier doppelt oder ja. Verdammt nochmal. Jetzt bin ich aber. Ja, zumindest haben wir jetzt hier schon mal das stehen. Motus und links und. Verdammt, ich brauche wieder. Naja. Eins weiß ich. Ach, an Holz würde es mir. An Holz würde es mir jetzt definitiv nicht mangeln. Und soll ich dir was sagen? So einen Raum aus Fackeln mit dem Fackel-MG ist auch was Geiles. Du stellst dich in die Mitte, dreht sich mehr oder weniger im Kreis. Ja, ich habe zwischendurch mal eine kleine Höhlentour mit dem Fackel-Link gemacht und mit dem Fackelmannstab. Nettes Teil, nettes Teil, ne? Ist sehr schön. Vor allen Dingen gehst da lang. Verdammt, ich bin in der Schlucht. Warte mal. Okay. Hier spawnt nichts mehr. So. Meine Güte, inzwischen sind wir auch in der letzten Folge angekommen. Oh, schon. Schon, yo. Oh mein Gott. Das ging ja heute mal wieder richtig schnell. Ja, gut, am Anfang muss ich sagen, da kam es mir irgendwie so vor, als hätten wir schon eine Stunde aufgenommen. Da waren wir gerade noch in der ersten Folge drin, ne? Ja, das lag wahrscheinlich auch daran, dass wir da hemmungslos gequatscht haben. Richtig, und gar nichts Produktives getan haben. Okay, ja. Produktiv, let's play. Hey, mit dem Auge des Betrachters. Hallo, das ist hier ein Aufbauspiel. Komm mal wieder auf den Teppich, ja? Genau, Lego für Erwachsene. Richtig, Lego für Erwachsene. Also, keine falschen Kommentare. So. Oh. Ich auch ein bisschen also schade, runter. Dass der Hover-Mode nicht so funktioniert, dass du dann wirklich auf einer Höhe auch hoverst. Nee, dafür müssten wir, wie gesagt, dann endlich mal Yu-Yu-Meta produzieren und dann könnte ich dir die Quantum Body Armor basteln und damit hättest du dann tatsächlich Creative-Flugeigenschaften. Falsche Richtung, da will ich hin. Wäre zumindest für so manche Bausachen ganz brauchbar. Oh, da ist noch kostbares Appetite in der Wand, sehe ich gerade. So, da noch eine. Mal angucken, was er hier wieder. Da ist, hier guck sich das einer an. Ja, also. Was denn? Das ist der helle Wahnsinn. Ich muss erstmal wieder so eine. Muss erstmal wieder so eine kleine CGI-Flugeinlage hier mal um. Unser Gebärge machen, damit bin das noch, mal. Bin doch noch gar nicht weit, bin doch noch voll am Anfang. Voll am Anfang, klar. Warte, dann steht auch noch nichts. Oh Gott, wenn ich überlege, was ich in meiner Playshow-Welt jetzt angefangen habe noch zu bauen, beziehungsweise auch schon vor geraumer Zeit und jetzt noch ein bisschen weitergemacht habe, wo ich Zeit hatte etwas, weil die 100 ja. Abo rücken ja auch so langsam doch mal näher, was einen ja auch freut. Eine Steinstadt. Oh. Und ja, danach habe ich erst gesehen, dass Gronkh auch sowas baut und hab mir gedacht, irgendwie tickst du fast genauso wie dieser Kerl. Erschreckenderweise. Ja, das habe ich auch schon öfters festgestellt, ne? 8x5. Hm? 8x5. 32 sind es jetzt bei dir? Sehr schön. Ui, 32, alle Achtung, gestern waren es doch 31. Nein. Nee? Hä? Nein, das war eben einfach nur mal eine stumpfe Matheaufgabe für dich, weil ich keinen Bock hatte zu rechnen. Ich dachte, das wäre auf deine Abonnenten bezogen, weil das... Nein, war es nicht. Das war, meine Zuschauer werden sich jetzt wahrscheinlich köstlich beömmeln gerade. Oh Mann, oh Meter. Oh fuck. Ich bin Platz im Inventar. Nachher mal gucken, wahrscheinlich hast du jetzt in dem Moment auch wirklich 32 gehabt, das wär's dann so. Dann würde ich mich, glaube ich, ziemlich feiern. 4 Motus, 32, schauen wir mal.
So, Fackelmann und Söhne. Eins, zwei. Yay! Huch, da hat er Müll geschmissen. Wie konnte das denn passieren? Oh, wie machen wir da den Anschluss mal dran? Na also. Ich hab ja so, auch wie man sieht, ich habe mir hier auch schon mal in unserem Magieraum noch zwei Golems gegonnt. Zwei ja, Tello-Golems. Die habe ich schon gesehen. Ich bin da reingegangen, weil ich gedacht habe, wer weiß, wo er noch Turrets hingestellt hat. Na, nur bei dir im Turm, weil ich nicht schmerzfrei hinten an die Truhen mit den Dings gekommen bin. Die beiden Jungs haben die glorreiche Aufgabe, meine die Crucibles gefüllt zu halten mit Wasser. Ich liebe es. Ich stelle mich mal am besten hier hin, damit man das gleich mal sehen kann, wenn ich jetzt hier gleich, Wartet mal, hier haben wir nochmal so eine Riege raus. Nicht ganz hier reicht. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen weg. Ja, so sieht's doch schon mal brauchbar aus. Ja, dann brauchen wir noch zwei. Nochmal ein bisschen Motus. So. Aber schade, dass bisher auf Twitter nichts los war. Ja. Aber es war zu erwarten, da habe ich auch mit gerechnet. Ja, es ist so. Aber seht ihr, ihr habt eine Chance verpasst. Richtig, ihr habt eine Chance verpasst. Aber man muss ja auch sagen, es ist mitten in der Woche. Ja, also. Mittags. Also ich habe mit genauso einer Resonanz gerechnet wie bei meinem allerersten Mal, als ich ein Community gemacht habe bei Crysis 3. Also mit nicht viel. Da. So, du gehst auch weg. Wie viel Cognito ist da drauf? Zwei. Wie viel brauchen wir? 12. Also 6. So, Jack. Nein! Doch! Ich wollte kein Boot im Haus pflanzen. Also, so. Da steht ein Boot auf dem Flur, oder wie? Ja, nee, nicht auf dem Flur, im Magiezimmer. Wie viel? 8 wieder, okay. Nein? Nein? Und das andere war... So, gucken wir mal, ob es hinkommt, was ich hier... versucht habe und wie es hinkommt. Und wer sich jetzt fragt, warum ich das immer in zwei in verschiedene Crucibles werfe, das ist schon mal eine Angewohnheit davon, dass ich normalerweise noch man kann ja noch diese Arcane Limbics an die Crucibles stellen, die dann die überflüssigen Aspekte rausfiltern. Und ich habe mir mal in der Anfangszeit mit Feed the Beast angewöhnt, mit zwei Crucibles zu arbeiten, weil man kann ja nur maximal 4 Limbics dranstellen. Das heißt, man kann im Maximalfall 4 übrige Aspekte auffangen. Der Rest geht dann trotzdem in die Umwelt. Und auf die Art und Weise kann man mehr Aspekte auffangen und der Flux wird noch weiter verringert. Mal was anderes. Was hältst du eigentlich von CubeWorld? Hab mir ein paar Let's Plays angeguckt. Sieht ganz nett aus, ist mir aber wie so oft einfach zu bunt. Das habe ich mir schon gedacht. Ich muss sagen, ich habe das Spiel ja schon lange erwartet. Und ich glaube, schon seit 2 Jahren warte ich darauf, dass er da endlich mal. Das sagt effektiv jeder, der jetzt angefangen hat, da was von zu zeigen, dass wir schon seit 2 Jahren darauf warten, dass es kommt. Ja, wo ich gesehen habe, dass es jetzt doch schon so viele machen, habe ich mir gedacht, okay, im Moment hast du eh keine Freizeit mehr für weitere Projekte. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich auch noch in Betracht gezogen. Schön, dass er an einer... Sehr schön. Ich klicke mit einem Golem auf die Tür. Was sagt mir der Golem? Not available inventory. Eine Tür mit Inventar. Wäre doch auch noch mal eine Idee. Nö. So Briefkasten oder sowas. Jetzt wird's... Verdammt, ich hab den Markerblock vergessen. Nein! So, das heißt, das dürfte es eigentlich... Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Eieieiei. So, das heißt, ich hau jetzt hier noch so ein bisschen Gemüse raus. Und dann ist es eigentlich auch schon so weit, dass wir unsere Aufnahme beenden können. Oh Gott. Oh Gott. Und wieder nichts geschafft. Nein.
Yay! Und schon ist es etwas grüner geworden. Ich mag den Minium Stone. Grüner? Ja, ich habe ein paar Kobbel hier in Gras umgewandelt, damit es dann grün wird. Ja, vollkommen klar, dass das hier nicht funktioniert. Sonst man kann natürlich keine Steinwolle für Markerblöcke nehmen. Sowas Blödes aber auch. So, gucken wir mal, die Linie mich einhalten. Wolle. Wolle Dose kaufen. Hätte ich den jetzt gebracht, hätte er wieder Schmerzen gehabt. Nein. Ach, dann ausnahmsweise mal nicht. Wolle Rose kaufen ist vollkommen normal. Also, okay, ist also legitim. Ist legitim. Welche Farben habe ich da hinten? Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Yeah! Ich hoffe mal nicht, dass ich da hinten schon einen weißen Stehen habe, weil sonst wird das jetzt ein wenig eine unschöne Aktion werden. Hast du was gegen Weiße? Alter. Da krisch Plack, Junge. Na gut, dass es kein Kaffee ist. Ja, und das weiß. Niveau liegt ja immer noch begraben und dementsprechend muss man dann zum Ende der Aufnahme noch mal ein bisschen absetzen, ne? Ja, das Niveau ist ja bereits seit sehr langer Zeit bereits verschwunden. Man hat leider nicht herausgefunden, wer der Mörder war. Leider nein. War nicht machbar. Genau. Der ermittelnde Kommissar ist leider auch verschwunden. Und dementsprechend wurden weitere Untersuchungen eingestellt. So. Naja, vielleicht ist der Kommissar auch nur extrem angeln gegangen, so mit Zementschuhen an den Füßen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man munkelt, doch man weiß es nicht. Man munkelt, nachts ist dunkel. Aus irgendwelchen Gründen. Keine Sorge, in 10 Sekunden hast du es geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Mein Magen. Nee, Marc. Aber ich weiß warum. So. Dann kann das hier wenigstens schön zuwachsen, obwohl wahrscheinlich hier hinten wird Chunkloader nicht mehr funktionieren. Möchte ich mal. Nicht ganz so weit, nein. Was wollte ich jetzt? Ach ja. Gott, ja, einen Erdblock kann ich jetzt auch noch setzen. Mann. Appetite. Guter Appetit. Bonchance. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Auf an dieser Stelle. Ab jetzt wird es ja auch wieder ohne Ausfälle hoffentlich alles funktionieren. Hoffentlich, ja. Wir versprechen uns zu bessern. Naja, was will man da versprechen, wenn es einfach, das Real Life geht vor. Ja. Wir sind keine Vollzeit-YouTuber, verdienen da keinen müden Cent mit, dementsprechend, wir leben da auch nicht von, wir haben anderes, was... Fällt da gerade was ein, ich habe seit 2 Aufnahmen vergessen, was zu demonstrieren. Aha. Nämlich das, was ich mit dem Pulsating Propolis hergestellt habe, den ich von den Enderbees gekriegt habe. Pulsating Mash. weißt du, was das Schöne daran ist? Nein. Mal gucken, ob ich die Rezeptform noch im Kopf habe. Nein, so war es nicht. Oh, so müsste es gewesen sein. Nein, war es auch nicht. So, während Richard da noch rumsucht, mache ich die Abmoderation noch mal kurz weiter. So, also wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ihr könnt den Mag-ich-Button da unten auch so lange penetrieren, bis er grün kommt. Hey, vorsichtig, ja? Das ist schon wieder viel zu nah an was anderem dran. Ja, aber auf meinen Mist gewachsen in dem Fall. Aber ja, es ist in Anlehnung an was anderem. Und da vorsichtig. Ach, so war's. Lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Ach, das Penetrieren, wie gesagt, das kam mir so im Denken, das könnte man ja eigentlich mal machen. Also schalte ich den Regen wieder aus. In diesem, beziehungsweise in diesem Fall Schnee. So. Enderperlen herstellen. Ruhe da oben. Ja. So, bleiben wir hier stehen. Jeder, der gerade in dem Moment das gleiche gedacht hat wie ich, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar andere Schüsse bauen. Ja, du sagst gerade Ruhe da oben und ich gucke genau in dem Moment nach oben. Was erwartest du bitteschön?
Zumindest hat es wieder aufgehört zu schneien und beziehungsweise zu regnen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, so langsam sollten wir aufhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Feed the Beast Together. Tschüss. Jo, und bis dahin, Carpe Noctem, Tempus Fugit, Memento Mori.